Jawohl. Das waren nur Knochen. Knochen, die herumliefen. Was geht hier vor sich? Fluffy Buck sein. Ich weiß es nicht, sieht mir aber nach einem knochigen Vergnügen aus. Ach, geht mir aus den Augen. Die Tafel erwähnte doch Runenkristalle, oder? Das waren mächtige Zwergenartefakte, auf die wir während der Blüte unseres Königreichs Zugriff hatten. Ihr solltet mehr über sie herausfinden. Und was ist mit der Warnung, nicht nach ihnen suchen? Wer auch immer das geschrieben hat, war offensichtlich kein Zwerg. Hier muss es andere Tafeln mit Informationen geben. Sucht nach ihnen und interagiert damit. Ja, das heißt, wir können jetzt hier unseren Durchbruch machen. Wir können schon mal hier eine Treppe aufstellen. Und garantiert habe ich jetzt auch Zugriff auf bessere Pflanzen, oder? Ja. So, wir haben einen Durchbruch. Der hilft uns schon mal ungemein. So, jetzt machen wir auf beiden Seiten erst einmal Platz. Hier. In den oberen Gefilden. Weiter oben gibt es ja nichts. Gut. Ja, was ich machen könnte, ich könnte meine Jungs zum Training mal nach oben schicken. Oh, und ich könnte den mal hier so mittig platzieren, dass alle man von allen Seiten aus essen kann. Dich, dich und dich. Nehme ich mal zum Training. Das hätte ich eh schon früh machen können. Hier oben alles säubern. Die Stufe 2 Spinnen werden ja hoffentlich nicht so garstig sein. So, das war eine Spinne. Ne? Das ist die nächste Spinne. So. Er hat sogar mal einen tödlichen Schuss gelandet. Yay. Oh, hier ist es ist ein bisschen mehr los. Sehe ich gerade. Genau, lauft in die Spinne da. Oder legt euch einfach mit irgendwas an. So, du ebenso. Na komm, tötet den Wolf. Jetzt muss noch die Spinne weg und die Spinne weg. Er läuft vor der Spinne weg, na klar. Und die letzte Spinne da oben. Dann kann ich sie wieder nach unten zurückziehen. Dann können sie essen und schlafen. Ja, er spackt jetzt wieder hin und her.
Na, ganz toll. Pff. Er spackt richtig hin und her. Dafür ist die Spinne jetzt tot. So, wieder nach unten. Esst gut, schlaft gut. Ja, die waren schon richtig fleißig da mit dem Ausräumen. Meine beiden Zwergengräber. Ich hab's maximale Holz. Warum auch immer ich so schnell so viel Holz kriege. Ich weiß nur, dass meine Beliebtheit jetzt wieder etwas in den Keller gesunken ist. Dem kann ich aber mit ein paar Bodenplatten, wollte ich schon sagen, nachhelfen. Aber Bodenplatten kann ich eh zurzeit nicht mehr so viele bauen, also müssen es Wände sein. Pipette. So, hier um die Ecke. So, die Leiter 1 verschieben. Hallo, ich möchte hier eine Wand bauen. Danke. So. Und so. Da machen wir da das Loch zu und da das Loch zu und ja, in dem Raum können wir uns ausbreiten, wie wir wollen. Das ist schön. Das wird dann halt ein riesengroßer Saal für Bepflanzung, für unsere Pflanzen, für unsere Schlafplätze und so weiter. Wird dann ein Gemeinschaftsraum draus. Während hier Thronsaal und Schatzkammer nachher sind. Hier kann ich hier kann ich ein paar Thronen hinsetzen oder andere Verzierungen. Den Spawnraum kann ich so lassen, wie er ist. Ich könnte zum Beispiel schon mal hier die kleine Steinkiste bauen. Wo ist sie denn? Da. Also einen kleinen Steinschrank bauen. Und daneben dann den großen und in die Ecke den anderen großen. Und ja, den großen Raum hier, wenn ich den schon auf 3 Meter hoch aushebe, dann kann ich den auch mit Säulen in den Ecken verzieren. Ha, genial. Das ist doch mal eine richtig geniale Idee. Eine richtig geniale Idee. Während hier beim Rest eigentlich so ziemlich alles läuft. Das finde ich auch gut. Acht Feinde besiegt schon. Naja, die 7 oben und das eine Skelett unten. Ich nehme mal an, eigentlich hätte der Zähler nur für Platin gelten sollen, aber der ist wahrscheinlich ein bisschen verbuggt. Ja, ich finde es immer noch schade, dass sie das Spiel nicht mehr weitergeführt haben.
Es hatte eigentlich so viel Potenzial, das Spiel. Aber gut, lassen wir jetzt erstmal alles laufen. Warten darauf, dass unser zweiter Bergarbeiter wiederkommt, weil zwei reichen im Augenblick völlig aus. Ein dritter wäre überpowered. Außerdem haben wir eh keinen Platz mehr. Und die nächsten beiden Plätze wären dann eh für einen... Eigentlich die nächsten drei Plätze sogar schon wären für zwei Forscher und einen Militärzwerg. Wichtiger ist, dass wir gucken, wo hier oben noch Rohstoffe nachher sind, die dann rausholen und dann irgendwann später mal dazu machen. Da werde ich mich auch so mit so einem gerüstähnlichen Trick begnügen. Währenddessen stopfe ich mal weiter hier das Loch. Ah, wir haben schon fast alles ausgehoben hier oben. So, Plattenpanzer. Auf jeden Fall Plattenpanzer. Aber wir haben schon mal einen guten Steintisch. Das ist etwas, worüber man sich freuen kann. Und wenn wir schon bei guten Sachen sind, sollten wir auch... gucken, dass wir gute Betten uns mal hinstellen. Weil die unbequemen Steinbetten da, die ollen Dinger da, sind nicht so der Renner. Und ja, die Ecke könnte ich eigentlich auch zumachen wieder. Später dann. So, brauchen wir gleich noch ein zweites von den guten Betten. Was ich wahrscheinlich noch nie gesagt habe, weil sich manche wundern, dass der DLC an manchen Sachen dabei steht. Es gab ein paar kostenlose DLCs im Ingame-Shop zum Freischalten. Und die habe ich halt freigeschalten. Dadurch habe ich diese DLC-Betten und so gekriegt. So. Oh, ich habe nicht mehr genug Holz. Macht nichts. Zwei Leitern reichen eh vollkommen für das Projekt hier, was ich gerade vorhab. Ja, vor allem mal das Gold rankommen. So, weil jetzt hole ich mir erstmal die Sachen, die ich hier oben finde, noch raus. Ah, warum dachte ich mir, dass dahinter noch mehr Gold ist? Und das war der Platin-Rekord. Ja, wahrscheinlich war gedacht, dass nur Platin zählt. So. Die Wand ist jetzt fertig. Als nächstes setze ich den Block. Weil bis wir da mit dem Garten umgezogen sind, das dauert noch ein kleines bisschen.